Zuhörer. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben Donnerstag, kurz vor 6. Ich fahre jetzt erst nach Homburg rüber, lade einen R922 für nach Landstuhl. Den fahre ich dann nach Landstuhl hoch zu der Amis in der Hedelport. Dort lade ich auch direkt wieder den Bagger. Der geht wieder hierher auf den Hof in die Werkstatt. Den anderen stelle ich aber hier ab irgendwo. Thank you.
Sendung. Wir haben 16 Uhr. Den Bagger von Landstuhl habe ich an unserem Hof abgeladen. Jetzt bin ich schon hier in Mainz. Hole ich jetzt noch unseren Cut, unseren 323. Das war er. Könnte er sein. Oh, können wir hier nicht drauf fahren? Das wäre doch zu einfach, oder? Lass mal stehen, es könnte auch reichen. Na, gucke mal. Mach ich die Bagger weg, oder? Nö, ich fahr hier rein und. Okay, ich muss probieren. Muss gehen. Muss gehen. Na, gucken wir mal, ob wir da rückwärts reinkommen. Ich denke.
Ruhe spare. Nix Ökonomie, Mensch, ich hab mir einen Scheiß gegangen, genau. Jetzt auf dem Hof, haben 18 Uhr vorbei, habe den Bagger noch geladen, den schmeiße ich allerdings hier runter, mache ich morgen früh. Er kriegt eine neue Scheibe, hat keine Scheibe mehr drin in der Fahrertür. Was ich dann mache, weiß ich nicht. Ich habe den Brecher ja hier hin, auf dem Dreiachser habe ich ja noch den Brecher stehen. Vielleicht sattel ich um und fahre den morgen früh dann nach Meisenheim rüber. Keine Ahnung. Sehen wir alles morgen früh. Geht's nach Hause. Schon wieder Schweißtreiben hier heute Morgen. Hat die Speicherkarte gewechselt. Den Cut habe ich hier im Hof abgeladen, beziehungsweise bei mir drüben. Der Halle und
fahre ich hoch nach Simbach auf unseren Lagerplatz. Und putze mir mal die Nase. Fahre auf unseren Lagerplatz, lade unseren 1926. Katastrophe. Sorry. Der geht nach Kaiserslautern an die Pfaff. Dann Landstuhl lieber. Noch ein Bagger für auf die Autobahn. Thank you.
Gesattelt. Hab jetzt den Dreiachser wieder draufhängen. Apropos Dreiachser, Achse 7. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt. Auf den der Brecher vorgeladen war. Und den fahre ich heute Morgen schnell weg nach Meisenheim. Thank you.
auf. Ist ja auch mal schön. Ich fahre jetzt noch nach Hause. Drück jetzt noch ein bisschen Fett an Maschinenwagen und an Tieflade. Ja, und dann war's das für heute. Und auch für diese Folge, würde ich sagen. Danke mich fürs Zusehen. Ihr habt immer noch Spaß an dem, was ich hier zusammenbaue. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.